Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu einer weiteren digitalen Patientenveranstaltung mit NIC e.V. Heute möchten wir über die Entzündung der Augen, die Uveitis bei Autoimmunerkrankungen sprechen. Mein Name ist Tanja Renner und ich bin Mitgründerin von NIC e.V. und auch selbst betroffen. Ich werde Sie heute durch die Veranstaltung moderieren und Sie haben die Möglichkeit, all Ihre Fragen während der Veranstaltung in den Chat zu stellen. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Veranstaltung all Ihre Fragen auch beantworten konnten. Die Veranstaltung wird gegen 20 Uhr dann zu Ende sein. Und jetzt freue ich mich besonders, unsere Referenten Ihnen vorstellen zu dürfen, denn heute sind dabei Frau Professor Stübiger, Augenärztin aus dem UKE, die Uniklinik in Eppendorf in Hamburg. Herr Dr. Aries, Rheumatologe im Struensee-Haus, auch aus Hamburg. Und jetzt leider noch nicht mit dabei, aber ist eigentlich unser Überraschungsgast. Ich hoffe, dass sie auch noch reinkommen wird. Frau Gesine Fechner. Und Frau Fechner leitet die Uveitis-Selbsthilfegruppe im Norden. Und ja, wir haben uns gedacht, Frau Fechner ist auch selbst Betroffene. Und gerade als Betroffene kann man doch die Fragen zum Teil viel, viel besser beantworten. Und deswegen fanden wir es so schön, dass sie heute mit dabei sein möchte und sich zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, dass sie dann noch im Laufe der Zeit dazukommen wird. Wir werden sie das wissen lassen. Und jetzt, aufgrund der kurzen Zeit, die uns eigentlich nur bleibt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir starten und Herr Dr. Aries mit der Vorstellung beginnen könnte. Herr Dr. Aries. Ich stell mich nicht vor, sondern ich stelle Frau Professor Stübiger vor. Frau Stübiger ist Oberärztin am UKE, kommt aus der Charité, war vorher noch in Tübingen, ist Professorin in Gütersloh, nee, in Bielefeld. Oder? Ja, eigentlich ist das Braunschweig-Wolfenbüttel. Braunschweig. Ah Ja, ja, perfekt. genau. Frau Stübiger eignet sich als Ansprechpartnerin perfekt, weil sie seit vielen Jahren sich sehr mit dem Thema der Augenentzündung beschäftigt. Und ich merke das als Rheumatologe, wenn ich mit so einem Augenarzt spreche, ob der einfach nur da reinguckt und herzlos das beschreibt oder ob er irgendwie viel Erfahrung hat und mir eine gute Rückmeldung geben kann. Die Briefe sehen ganz anders aus. Überhaupt die Tatsache, dass Briefe geschrieben werden, ist schon eine Besonderheit. Und Frau Stübiger und ich telefonieren regelmäßig, fast wöchentlich, bezüglich gemeinsamer Patienten und stimmen uns ab. Und wir wollen heute ein bisschen präsentieren, warum sich das lohnt, sich so abzustimmen und warum das eigentlich vorkommt, dass Sie mit Gastroenterologen, Dermatologen und Rheumatologen wie mir es sich überhaupt abgeben und mit uns telefonieren. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Stübiger. Ja, ich danke für die nette Einführung. Und das Kompliment möchte ich natürlich gleich zurückgeben, weil ich weiß, ich soll auch noch ein paar Worte zu Herrn Aries sagen. Ich glaube aber, dass vielleicht viele Patienten Sie schon kennen, Herr Aries. Herr Aries, niedergelassener Rheumatologe. Und wie er schon gesagt hat, wir arbeiten sehr eng zusammen. Und das ist natürlich wichtig, weil viele Patienten, die Augenentzündungen haben, natürlich auch rheumatologische Erkrankungen haben. Und das Wichtige ist eigentlich, dass man eng miteinander kooperiert, dass man auch miteinander telefoniert, sich Briefe schreibt. Und was einfach ich sehr schätze, ist, dass wir sehr unkompliziert auch schnell gegenseitig unseren Patienten Termine vergeben können, sodass wir einfach die Therapie dann auch adäquat abstimmen können. Genau, ich hatte es eben gerade schon gesagt. Es gibt ja viele Augenärzte, die sich das Auge anschauen können und mir sagen können, ob eine Entzündung drin ist oder nicht. Warum ist das so besonders, wenn man als Augenarzt, Ärztin wie Sie sich darauf spezialisiert? Was unterscheidet Sie von den anderen Augenärzten? Also ich denke, was man zuerst mal sagen muss, ist, die Uveitis ist ja eine relativ seltene Erkrankung. Also so Neuerkrankungen im Jahr sind so 50 pro 100.000 Einwohner. Also deswegen haben viele Kollegen, augenärztliche Kollegen, sicherlich noch gar nicht so viele Patienten gesehen. Und es fängt schon mal damit an, dass vielleicht diejenigen, die sich eingeloggt haben und auch selbst vielleicht auch eine Uveitis haben, also eine Adhautentzündung haben, eine Entzündung im Auge, die wissen das schon. Der Augenarzt muss da mit der Spaltlampe ganz genau gucken, weil man kann zum Beispiel vorne im Auge Zellen sehen, man kann aber auch im Auge Zellen sehen. Man muss die Netzhaut ganz genau angucken, weil man da manchmal Entzündungen sehen kann. Und natürlich gehört immer dazu, dass man das einfach auch schon öfter gesehen hat. Und ich denke, dass da einfach, weil die Erkrankung selten ist, natürlich viele Kollegen das einfach noch gar nicht so oft gesehen haben und deswegen auch Probleme haben, das gut sehen und diagnostizieren zu können.
Aber wenn Sie mir Briefe schreiben, dann diese Spaltlampe, die hat ja jeder Augenarzt. Sie haben ja jetzt keine andere Technik als die anderen Kollegen. Und wenn Sie mir beschreiben, da vorne in der vorderen Augenkammer schwimmen Zellen rum, das kann doch ein Augenarzt immer sehen, oder nicht? Also wenn er weiß, wie es funktioniert, kann er das tun. Ja, aber ich glaube, wie Sie, dass das Wichtigste ist, dass man auch mal daran denken muss. Also es ist nicht, dass ich die Spaltlampe nehme und dann kommt zum Beispiel Patient, der hat ein rotes Auge, dann denken viele, aha, der hat jetzt eine Bindehautentzündung. Das heißt, ich muss einfach auch ein bisschen weiterdenken und sagen, okay, gut, der könnte eine Bindehautentzündung haben, aber vielleicht hat er auch eine Entzündung im Auge. Und die im Auge macht ein rotes Auge plus die Zellen im Auge. Und dann muss ich die Spaltlampe auch ein bisschen speziell einstellen, damit ich die Zellen dann sehen kann. Also von dem her gesehen ist das auch etwas, was natürlich oder was nicht einem ins Auge springt, sondern wo man speziell nachgucken muss. Und deswegen muss ich auch erstmal dran denken, danach zu gucken. Bei mir ist das ja meistens so, dass meine Patienten eine Autoimmunerkrankung haben und dann entwickeln sie irgendwann mal eine Augensymptomatik und dann suche ich mir einen Augenarzt und gucke, ob das eine Entzündung des Auges ist, die irgendwie mit meiner Autoimmunerkrankung in Verbindung steht. Wie ist das bei Ihnen? Kommen die schon mit der Autoimmunerkrankung zu Ihnen und jetzt geht es nur darum, ob die jetzt auch im Auge ist oder ist das meistens bei Ihnen die erste Autoimmunerkrankung, die die Patienten bekommen? Genau, also ich bedanke mich für die Frage. Also unser großes Problem ist eigentlich, dass natürlich viele Patienten zu uns kommen, wo wir erstmal nur wissen, die haben also eine Entzündung im Auge. Und letztendlich sind dann wir Augenärzte diejenigen, die dann erstmal auf die Suche gehen müssen und gucken müssen, finden wir denn eine systemische Erkrankung, also eine rheumatische Erkrankung, die Entzündung sozusagen erklären würde. Ich sehe gerade, Frau Fechner hat es jetzt geschafft, die hat sich jetzt eingeloggt. Ganz das genau. Super. Okay, also auf jeden Fall, ich freue mich eigentlich immer, wenn Patienten überwiesen werden, wo es schon heißt, der Patient hat eine bestimmte Erkrankung und jetzt soll der Augenarzt mal gucken, ob er was am Auge hat. Da freue ich mich, weil ich mir immer denke, okay, wenn da jemand ist, der hat jetzt eine Entzündung im Auge, dann weiß ich eigentlich schon, warum er das hat. Also normalerweise ist es leider so, dass wir Augenärzte oft diejenigen sind, die dann eine Entzündung im Auge sehen, was dann oft ein Erstsymptom auch von einer rheumatischen Erkrankung sein kann. Und deswegen ist es dann wichtig, dass man natürlich Nummer eins daran denkt und dass man Nummer zwei jemand hat, wo man dann den Patienten auch hinschicken kann und der dann auch bestätigen kann, ja, das ist wirklich das, was wir sozusagen zumindest uns grob schon in die Richtung gedacht haben. Meine Patienten sind dann ja immer enttäuscht, weil die sagen, jetzt habe ich schon irgendwie das die Entzündung im Darm und jetzt hatte Arias noch gesagt, die Entzündung im Gelenk und jetzt sollen sie auch noch zu der Augenärztin, um zu gucken, ob die eine Entzündung im Auge haben. Ich erzähle meinen Patienten immer, das ist die gleiche Entzündung, die schwimmt ja irgendwie im Blut rum, aber sie kann diese gleichen Entzündungszellen können halt in den Darm wandern und Durchfall machen, können in das Gelenk wandern, können Gelenkschmerzen machen oder wandern eben auch ins Auge. Sind das bei Ihnen auch wirklich die gleichen Entzündungszellen oder ist das ein anderer Teil des Immunsystems, der diese Entzündung im Auge macht? Nein, das sind die gleichen Zellen, die da die Entzündung machen. Nur, also der Augenarzt hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, sich das Organ anzugucken. Also vielleicht kann man sagen, der große Vorteil, den wir ja haben, ist, dass wir zum Beispiel als Augenärzte uns ja auch die Gefäße an der Netzhaut angucken können. Wir können Arterien angucken, wir können Venen angucken und wir können auch schauen, sind die Gefäße entzündet und wenn ja, welche Gefäße sind entzündet. Und ich denke, das ist oft ein großer Vorteil, den wir haben, weil sonst muss man einen riesen Aufwand betreiben, um Gefäße angucken zu können. Und wir können mit der Lupe sozusagen schon die Netzhautgefäße sehen und da auch schon viele interessante Informationen gewinnen. Ja, da bin ich wirklich beneidenswert. Ich müsste Operationen machen, um die Gelenkkapsel eine Probe herauszunehmen oder eine Darmspiegelung, um eine Probe hinausnehmen zu lassen. Da haben Sie wirklich einen großen Vorteil. Was sagen Sie denn Ihren Patienten, was denn eigentlich die Ursache von dieser Uveitis ist? Finden Sie da immer eine Ursache? Also wir finden natürlich des Öfteren auch keine Ursache. Des Öfteren heißt, ich würde sagen, wir finden fast so oft eine Ursache, wie wir keine Ursache finden. Aber wichtig ist es immer, also ich erkläre den Patienten immer, dass wir erstmal die wichtigsten Sachen abchecken und schauen, finden wir was, finden wir nichts. Aber sie dürfen auch nicht enttäuscht sein, wenn wir nichts finden, weil das ist, wie gesagt, in der Hälfte der Fälle auf jeden Fall der Fall, dass wir nichts finden werden.
Und ich denke, dass es auch immer ganz wichtig ist, dass die Patienten dann auch verstehen, dass man sagt, okay, wir finden jetzt kein, also jetzt noch keine Erkrankung. Punkt eins, kann es sein, dass vielleicht später außer dem Auge noch andere Manifestationen kommen und vielleicht später sich noch eine Krankheit entwickelt. Oder ich erkläre dann auch sehr oft, dass natürlich so Augenentzündungen auch in den Formkreis der Autoimmunerkrankung gehören, wo einfach das körpereigene Abwehrsystem ein bisschen durcheinander geraten ist und einfach Zellen des Auges, vor allen Dingen gerne die Aderhaut des Auges, als sozusagen als fremd erkennt und dann einfach einen Angriff startet. Und diesen Angriff sehen wir dann als Aderhautentzündung. Wenn wir dann über die Therapie sprechen, dann ist es ja bei meinen Patienten so, dass die immer schon wissen, dass Cortison irgendwie bei all diesen Erkrankungen eingesetzt werden und sagen immer, ich will alles haben, nur kein Cortison. Aber irgendwie häufig am Anfang kommen wir nicht so richtig drum rum. Wie ist das, wenn man eine isolierte Entzündung im Auge hat? Schaffen Sie die Entzündung weg auch ohne Cortison? Also Punkt eins muss man sagen, beim Auge ist es so, habe ich oder die Aderhautentzündungen werden in drei Teile eingeteilt. Wir haben sozusagen eine Aderhautentzündung vorne am Auge, eine Regenbogenhautentzündung. Ulrich, Glückwunsch. Ne, war sehr laut. Also wir können vorne am Auge eine Aderhautentzündung haben, die dann als Regenbogenhautentzündung oder als anteriore Uveitis bezeichnet wird. Dann haben wir die mittleren Formen, wo das mittlere Auge vor allen Dingen betroffen ist. Wir haben im Auge so einen Glaskörper, so eine geleartige Masse, die dann meistens mitentzündet ist. Als mittlere Form und als hintere Form ist dann die hintere Aderhaut und die Netzhaut entzündet. Und dann ist es immer ganz wichtig, was für eine Form hat der Patient? Hat er eine vordere Form? Kommen wir manchmal mit kortisonhaltigen Augentropfen auch hin? Aber bei den mittleren und bei den hinteren Formen, wenn die Augen stark entzündet ist, bleibt uns auch nichts anderes übrig, als dem Patienten dann Cortison zu geben. Wenn wir beide jetzt so einen Patienten betreuen, dann behakeln wir uns ja immer, wer denn jetzt entscheiden darf, was denn außer Cortison noch so es gibt. Und jeder von uns hat ja irgendwie besondere Erfahrungen mit besonderen Medikamenten. Vielleicht erzählen Sie mal, wie schaffen wir das unblutig, uns zu entscheiden, wer denn das jetzt bestimmen darf? Vielleicht erzähle ich erstmal, was, glaube ich, ganz wichtig ist, was aber viele sicherlich wissen werden, ist, dass natürlich wir alle etwas gebunden sind an die Medikamente, die sozusagen in der Augenheilkunde zugelassen sind. Und das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal daran orientieren. Und dann gibt es ja auch so eine Art, sagen wir mal, so eine kleine Leitlinie auch, wo man auch letztendlich sich etwas daran entlanghangeln kann. Und da ist zum Beispiel bei uns in der Augenheilkunde so, dass es heißt, also wir geben zuerst das Cortison, dann geben wir ein klassisches DMARD, also so ein Immunsuppressivum von der älteren Generation. Und wenn wir noch ein bisschen was Stärkeres brauchen, dann kommen die neueren sozusagen Immunsuppressiva in Betracht, nämlich die Biologika. Und da haben wir in jeder Gruppe entweder Medikamente, die relativ günstig sind und wir die geben können, oder die zugelassen sind und wir sie deswegen geben können. Und dann stimmen wir beide uns eigentlich immer ab, welche sozusagen, in welcher Stufe befinden wir uns, wie stark ist die Entzündung, wie viel müssen wir dazu geben, was möchten wir gern dazu geben. Und dann ist es natürlich immer sehr abhängig davon, was ist zugelassen, heißt dann On-Label, oder was ist nicht zugelassen für die Erkrankung, das ist dann Off-Label. Eine der Sorgen der Patienten ist ja immer, dass ihnen was vorenthalten wird. Wir hätten jetzt das Medikament, was perfekt ist, aber weil es 500 € im Monat kostet, würden wir es denen nicht aufschreiben. Wie ist das? Also bei uns in der Rheumatologie, in der Immunologie haben wir sehr viel damit zu tun, mit Medikamenten, die nicht zugelassen sind. Und im Zweifel, wenn wir glauben, das ist jetzt wirklich wichtig, schreiben wir sogar die Krankenkasse an und sagen, hierfür gibt es Beweise, dass es hilft. Wir würden das gerne verschreiben und dann gibt es eigentlich meistens auch ein Okay. Es sei denn, man nimmt irgendeine Therapie, die jetzt noch nie verwendet wurde und man gar nicht beweisen kann, dass das sinnvoll ist. Wie ist das beim Auge? Sind das auch so teure Medikamente oder gibt es da Medikamente, die man nur Privatpatienten aufschreibt? Also fangen wir mal damit an. Also in der Ophthalmologie sind viel weniger Medikamente zugelassen, als es in der Immunologie. Also ich bedauere immer sozusagen, dass ich Ophthalmologe bin, weil ich bin sehr, sehr eng, was ich letztendlich aufschreiben kann. Aber jeder Patient bekommt das, was er braucht. Und wenn wir ein Medikament einsetzen müssen, was nicht offiziell zugelassen ist, dann schreiben auch wir Anträge, nennen sich dann Off-Label-Anträge an die Krankenkasse und argumentieren,
der Krankenkasse gegenüber, warum es wichtig ist, dass dieser Patient das spezielle Medikament bekommt. Und erfreulicherweise würde ich sagen, hier in Hamburg haben wir zumindest doch eigentlich eine relativ hohe Erfolgsrate und kriegen das eigentlich auch gut hin. Und wenn Herr Arias und ich zusammenarbeiten, haben wir das eigentlich bis jetzt immer sehr gut geschafft. Genau. Bevor Frau Renner auch mal was sagen darf, vielleicht sagen Sie noch mal, wir sprechen ja über so eine große Gruppe. Die einen haben Rheuma, die anderen haben Schuppenflechte und die anderen haben vielleicht chronische entzündliche Darmerkrankungen. Aus Ihrer Erfahrung, wie viele von Ihren Uveitis-Patienten haben eine chronische entzündliche Darmerkrankung, eine Schuppenflechte oder sonst irgendeine Rheumaerkrankung? Ja, also das ist, was man ganz, wie viel ich habe, kann ich schlecht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben immerhin, man weiß aus sozusagen aus Studien, dass eigentlich ungefähr 50% der Patienten, die mit einer vorderen Uveitis kommen, weil die Patienten, die Sie aufgezählt haben, meistens vordere Uveitis, und das sind eigentlich die häufigsten Patienten. Da haben also ungefähr 50-60% der Patienten haben eine vordere Uveitis und die Hälfte davon sind HLA-B27 positiv, neigen also zu den Erkrankungen, die Sie genannt haben. Und da muss ich ganz klar sagen, die häufigsten, die wir sehen, sind die Patienten, weiß ich, ob Sie das auch hören, sind die Patienten, die Entbehr-RIF haben. Das sind eigentlich unsere häufigsten. Dann haben wir ein paar Patienten mit Psoriasis. Interessant vielleicht, die dann eine Psoriasis haben, haben auch oft eine Gelenkbeteiligung, wenn sie was am Auge haben. Und die Darmerkrankung sehen wir eigentlich auch recht selten. Also das Häufigste sind einfach die Bechterew-Patienten. Frau Renner, Sie leiten ja die Gruppe NIC und sind ja selbst Betroffene und haben eine Schuppenflechte und haben auch Rheuma. War das Thema Auge bei Ihnen auch mal ein Thema? Oder wurden Sie mal zum Augenarzt geschickt, um das abzuklären, ob das ein Thema ist? Nein, tatsächlich noch nicht. Und ich finde das selber auch unheimlich spannend heute wieder. Man lernt immer wieder was Neues dazu. Aber das war in der Tat auch kein Thema bei mir. Ich habe aber auch jetzt, also außer dass ich meine Lesebrille brauche, auch tatsächlich keine Probleme mit meinem Auge. Frau Fechner, wären Sie so nett und schalten Sie sich nochmal stumm. Ich glaube, wir hören immer so Nebengeräusche von Ihnen. Wir nehmen Sie gleich mit dazu, ja? Frau Renner, aus Patientensicht. Ich glaube, Sie haben schon im Vorfeld ganz viele Fragen eingesammelt und hatten mir auch gerade vorher noch mal eine anderthalbseitige E-Mail weitergeleitet, zum Beispiel mit der Frage, wie kann man eine Uveitis erkennen? Vielleicht fangen Sie mal an mit den Fragen, vielleicht Frau Stübiger erstmal. Sie hatten ja schon angedeutet, man kann ins Auge gucken, vorne, hinten, Mitte, und Sie sagen, es hat viel mit Erfahrung zu tun. Wenn ein Augenarzt die Vermutung hat, schickt er die dann an Sie weiter oder sagt er, ach, kann ich nicht beurteilen, soll nächstes Quartal wiederkommen? Also, ich weiß natürlich nicht, wie das die niedergelassenen handhaben. Ich würde mal davon ausgehen. Also, wenn ein niedergelassener Augenarzt sieht, dass jemand eine sehr ausgeprägte Form der Uveitis hat, also eine starke Entzündung hat, die kriegen wir sicherlich fast alle geschickt. Wenn jemand in die Praxis kommt, der vielleicht eine milde vordere Form hat, dann denke ich mir, wird sicherlich der eine oder der andere Augenarzt erst mal sagen, da gebe ich mal Tröpfchen und man muss auch es gibt eine Leitlinie für die anteriore Uveitis und da steht auch drin, dass man eine Abklärung erst nach dem zweiten Schub der Uveitis empfiehlt. Und deswegen denke ich mir, werden viele bei den milden Formen sagen, jetzt gebe ich dem Patient erstmal ein paar antientzündliche Tröpfchen und wenn sich dessen Wohlgefallen auflöst, freuen wir uns alle. Und wenn sich das nicht in Wohlgefallen auflöst und man mehr tun muss, dann kommen die Patienten sicherlich zu uns dann an die Klinik. Und wie merke ich denn jetzt überhaupt, Professor Stübiger, dass es eine Entzündung des Auges sein kann? Auf was sollte ich achten? Was können die ersten Anzeichen sein? Also das Schöne, in Anführungszeichen, das Schöne ist, wenn denken wir nochmal an die Erkrankung, über die wir gerade gesprochen haben, also diese Spondylarthritis und die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Bei diesen vorderen Augenentzündungen ist es so, dass die Patienten ein rotes Auge bekommen und ein schmerzhaftes Auge bekommen. Also das heißt, die haben massive Beschwerden und die Beschwerden führen sie eigentlich immer zum Augenarzt, weil das sehr unangenehm ist. Die Patienten, die eine mittlere oder eine hintere Form der Augenentzündung haben, die merken das vor allen Dingen daran, dass sie zum Beispiel vermehrt
ganz viele schwarze Pünktchen zum Beispiel sehen, dass sie schlechter sehen. Das ist eigentlich sozusagen das Merkmal dieser hinteren Uveitiden. Aber dazu muss ich gleich Folgendes sagen, nicht, dass ich jetzt Panik auslöse. Es ist ganz normal, dass alle Menschen, wenn man an die weiße Wand guckt und das Licht sehr hell ist, dann sieht jeder Mensch so ein paar graue Pünktchen. Das sind Glaskörpertrübungen, die ganz normal sind. Die haben auch einen netten Namen, die heißen Mouche Volante, also fliegende Mückchen. Also deswegen keine Panik bekommen, wenn man ein paar fliegende Mückchen sieht. Es dürfen nur nicht ganz massiv viele fliegende Mückchen sein, die ständig zunehmen. Oder wenn dann auch zum Beispiel noch eine starke Sehverschlechterung damit einhergeht, dann kann das immer mal ein Warnsymptom sein, dass da im Auge drin irgendwas nicht stimmt. Jetzt ist es ja so, also mich fragten einige im Vorwege, ist es denn, kann man es aufhalten, dass man an einer Uveitis erblindet? So. Also da muss man heutzutage sagen, da muss man ganz klar Ja sagen. Also wir haben heutzutage so viel gute und effektive Medikamente, dass wir, also man kann in der Medizin nie sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also vielleicht die vorderen Formen sind sowieso viel weniger gefährdet, weil ja primär das vordere Auge, die Regenbogenhaut entzündet ist. Die manchmal ein größeres Problem darstellen, sind die, die eine Netzhautentzündung haben oder eine Netzhautgefäßentzündung, wo auch die Netzhaut schlechter durchblutet wird. Aber prinzipiell muss man sagen, war es früher noch vor 15, 20 Jahren viel, viel schwieriger und das Risiko sicherlich höher, dass man deutlich schlechter gesehen hat. Ich würde aber sagen, heutzutage, also es muss schon wirklich sehr ungeschickt laufen, dass jemand sehr, sehr, sehr stark die Sehschärfe verliert. Also wir können das eigentlich sehr gut therapieren. Und was man auch ganz wichtig ist, ist immer, bei den meisten Patienten ist, wenn dann das mittlere, das scharfe Sehen betroffen. Das heißt, die Lesefunktion zum Beispiel ist reduziert. Aber die Patienten können sich immer noch gut orientieren, weil einfach die Netzhaut in den äußeren Bereichen meistens noch gut funktioniert. Also ganz blind wird man davon nicht. Das große Problem ist höchstens, dass man einfach seine Lesesehschärfe, dass die reduziert ist. Und wie gesagt, da kämpfen wir doch sehr, dass das nicht passiert und die Patienten eine sehr gute Sehschärfe behalten. Ja, das ist sehr beruhigend und das ist natürlich auch das, was Nick gerne erreichen möchte, dass wir halt mit immer mehr Aufklärung auch in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen, mit der Uveitis-Selbsthilfegruppe im Norden, dass wir halt immer wieder halt mehr aufklären und auch diese Sorgen und Ängste halt nehmen können. Und umso eher man natürlich halt auch Symptome erkennt und auch die Ärzte aktiv anspricht und umso eher man therapiert, umso mehr kann man natürlich halt diese ganzen Nebenwirkungen verhindern und auch das Schlimmste halt zu erblinden. Aber es ist natürlich so, dass die Therapien, die man heute zu sich nimmt, auch bei vielen eine große Angst umgibt, halt die Nebenwirkungen zu haben. Was für Nebenwirkungen treten denn da auf? Sie sprachen jetzt ja auch von den modernen Therapien, die heutzutage verabreicht werden. Wie steht das im Verhältnis? Herr Abis, was dazu sagen? Genau. Letztendlich ist es ja unsere Aufgabe, die Medikamente rauszusuchen, die ausreichend stark sind, um die Entzündung zu beseitigen oder zu unterdrücken und möglichst wenig Nebenwirkungen machen. Also wenn Frau Stübiger oder ich sagen Präparat A oder B, dann haben wir uns schon vorher Gedanken gemacht, ist das denn überhaupt stark genug? Ist es zu stark? Und ist das Risiko, dass eine Nebenwirkung auftritt, ist das adäquat? Und Nebenwirkungen gibt es natürlich ganz viele. Wenn Sie alle die Beipackzettel sehen, dann wird einem schwindelig. Aber das bekommen die Patienten ja gar nicht alles. Und es gibt einige Nebenwirkungen, die gibt es durchaus häufiger. Und wir haben vor allen Dingen Sorge vor Infektionen. Husten, Schnupfen, Lungenentzündung, Tuberkulose. Das ist eigentlich die einzige wirklich konkrete, das einzig konkrete Risiko, was wir bei all diesen Medikamenten befürchten. Wobei das für Cortison mindestens so gilt wie für alle anderen Medikamente. Wir glauben sogar, 10 Milligramm Cortison ist gefährlicher, was die Infektionen angeht, als die meisten anderen Immunsuppressiva, die Biologika, das MTX, das Azathioprin. Deshalb ist unser Ziel am Anfang mit dem Cortison sehr schnell zu helfen. Frau Stübiger schreibt die Tropfen auf oder legt kleine Zäpfchen ins Auge oder gibt sogar Infusionen oder Tabletten. Das machen wir aber nur, um eine sehr schnelle Wirkung zu bekommen. Aber wir werden fast immer, Frau Stübiger fast immer und bei uns noch fast immerer, also noch häufiger,
suchen wir uns immer ein anderes Medikament raus, was das Cortison schnell ersetzen soll. Und diese Medikamente, die haben dann weniger Nebenwirkungen als Cortison. Natürlich haben sie ein Risiko. Es gibt auch andere Nebenwirkungen der Leber, der Niere. Aber das beachten wir und dafür sind auch die Laborkontrollen zuständig. Aber die Infekte, das ist eigentlich unser größtes Risiko. Genau. Vielleicht darf ich noch ganz kurz Folgendes ergänzen. Also ich sage meinen Patienten auch immer, ich spreche jetzt aber wirklich sozusagen vom Augenarzt, ich sage denen immer, wir machen das bei den Uveitis-Patienten eigentlich immer so, dass sie mal die Therapie auf 2 Jahre anlegen. Das heißt, wenn wir das Auge eine ganze Zeit lang ruhig stellen können, dann haben wir auch eine gute Chance, von dem Medikament auch wieder wegzukommen. Dann lassen wir das langsam ausschleichen und versuchen, das auch abzusetzen. Das heißt, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn man die Beipackzettel liest, muss man immer dran denken, dass das oft auch Nebenwirkungen sind, auch von Patienten, die natürlich sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr viele Jahre und Jahrzehnte solche Medikamente nehmen. Und da muss, da, also zumindest von ophthalmologischer Seite, muss man auch immer sagen, dass wir ja gar nicht das darauf anlegen, dass die Patienten jetzt Jahrzehnte das Medikament nehmen, sondern dass wir das mal eine kürzere Zeit machen. Also so bei uns sind das so 2 Jahre, dass wir sagen, es muss mal ruhig sein, 2 Jahre das Medikament nehmen, halbes Jahr, ja, auf jeden Fall ruhig, nicht nochmal einen Schub gehabt haben und dann können wir es langsam probieren wegzulassen. Und dann haben wir auch viele, viele Patienten, die dann auch von den Medikamenten wegkommen. Gibt es denn etwas, was ein Patient selbst als Vorsorge tun kann? Ist es eine Ernährungsumstellung? Ist es eine Stressreduzierung? Was können Sie Ihrem Patienten halt auch, was den Bereich angeht, raten, Frau Professor Stüdiger? Also sagen wir so, eine Vorsorge brauche ich ja nur zu machen, wenn ich sicher wüsste, dass ich sowas bekommen würde. Ja, jetzt Frau Renner, Sie sind ja ein gutes Beispiel dafür. Warum sollen Sie Vorsorge machen? Sie haben ja nichts am Auge. Also von dem her gesehen, braucht jemand, nur weil er einen Bechterew hat, jetzt nicht, also nicht fürs Auge die Ernährung umstellen? Weil es ist, meistens ist es so, dass wenn man die Erkrankung längere Zeit hat und das Auge nicht betroffen war, wird die Wahrscheinlichkeit auch immer geringer, dass das Auge nochmal betroffen ist. Also deswegen würde ich sagen, Vorsorge nicht. Wenn wir jetzt sagen, kann denn der Patient was tun, dass vielleicht die antientzündlichen Medikamente ein bisschen reduziert werden können? Das heißt, was kann er vielleicht tun in Uveitis-Patient? Und da kann man natürlich immer sagen, gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung. Man weiß zum Beispiel, es gibt ja Lebensmittel, die eher Entzündung fördern und es gibt eher auch Lebensmittel, die eher weniger sozusagen entzündungsfördernd sind. Von da kann man natürlich sagen, das lohnt sich alles, dass Patienten da ein Augenmerk drauf haben. Aber nochmal, Sie müssen sozusagen, wenn Sie noch nichts hatten, können Sie, brauchen Sie keine Prophylaxe machen. Wenn Sie natürlich schon einen Schub hatten, kann man sagen, was soll ich dann machen? Jetzt muss man sagen, wenn wir über die Patienten sprechen, die jetzt einen Bechterew oder sowas haben. Das sind Patienten, die manchmal sagen, ich habe einen Schub gehabt und dann habe ich 5 Jahre keinen Schub mehr gehabt. Also das gibt es auch, dass Patienten ganz, ganz lange keinen Schub haben. Also deswegen würde ich sagen, muss man das natürlich auch der Situation anpassen, was Wobei man letztendlich macht. Den Patienten täte natürlich gesunde Ernährung trotzdem gut. Ja, also ich deswegen, Herr Aris, genau, ich betone, ich habe jetzt von augenheilkundlicher Seite, man muss jetzt nicht extra gesund essen, damit es am Auge nicht kommt, aber natürlich, wenn man eine Systemerkrankung hat, dann ist das natürlich immer, immer sehr ratenswert, dass man sowas tut und ich glaube, Herr Aris, ich habe gesehen, Sie haben doch auch, glaube ich, jetzt erst 20 oder 21, haben Sie nicht Ernährungs... Mediziner, ja. Genau, der Facharzt für Ernährungsmedizin, ja. Genau, bin ich auch sehr stolz drauf. Also deshalb, ehrlich gesagt, ich habe das gemacht, weil dieses Thema Ernährung ja bei allen Autoimmunentzündungen ein großes Thema ist. Und wenn man in die Medien hineinschaut, ist da ein Riesenhype und es wird Druck gemacht, man muss das machen. Und wenn man Nachtschattengewächse meidet, dann braucht man auch keine Rheumamedikamente mehr. Und sowas. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert. Und deshalb habe ich gesagt, ich kümmere mich selber darum und ich möchte meinen Patienten selber sagen können, was gut ist und was nicht gut ist. Und wir sind uns alle einig, dass eine ausgewogene Ernährung mit ein bisschen Fisch, auch wenig Fleisch, aber viel Gemüse, dass das gut ist. Und zwar für uns alle 4 und wahrscheinlich für alle anderen auch.
Es gibt keine Ernährung, mit der man die Augenentzündung behandeln kann, Rheuma verhindern kann. Aber man kann versuchen, eine ausgewogene Ernährung zu machen. Und ich möchte meinen Patienten oder ich wollte meinen Patienten das so sagen können, dass sie mir das glauben. Und dafür dachte ich, wäre es gut, wenn ich Ernährungsmediziner bin. Und jetzt sage ich denen das Gleiche, was ich denen vorher gesagt habe. Das ist gut. Aber ein Stichwort kam jetzt noch. Wie stehen Sie denn zu homöopathischen Mitteln? Kann man da ergänzend halt zur konventionellen Therapie etwas geben oder empfehlen? Was ist auch bei Ihnen, Herr Dr. Arias, und bei Ihnen, Frau Professor Stübiger, gibt es da was, was Sie empfehlen? Also da kann ich vielleicht auch einschreiten. Ich glaube, wir sprechen ja hier über Erkrankungen, die potenziell blind machen können. Wir sprechen über Erkrankungen, die potenziell Gelenke zerstören können, die Durchfall machen können, blutigen Durchfall. Also es sind schon ernstzunehmende Erkrankungen. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man mit homöopathischen Kügelchen diese Erkrankung alleine in den Griff bekommen kann. Ich glaube, wir haben alle überhaupt gar kein Problem, wenn man was Ergänzendes macht und wenn man eine gute entzündungshemmende Therapie hat und sagt, ich möchte aber noch was selber dazu beitragen. Keiner von uns stört sich daran, wenn sie sich gesund ernähren. Keiner stört sich daran, wenn sie homöopathische Kügelchen nehmen. Das ist auch kein Problem. Aber ein Problem wird es dann, wenn man glaubt, damit könnte man Cortison ersetzen. Das ist eben leider nicht der Fall. Und wir raten halt unseren Patienten, es nicht zu versuchen, weil wir halt schon Patienten gesehen haben, die erblindet sind, weil sie dachten, ich mache doch erstmal die Misteltherapie oder die Gelenke versteift waren oder die Niere nicht mehr arbeitete, weil man dachte, man versucht es jetzt erst nochmal mit der traditionellen chinesischen Medizin. Frau Schübiger, wie ist das bei Ihnen? Ist das auch so? Ja, also was ich denke, was ganz wichtig ist, also es gibt ja alternativ medizinisch arbeitende Menschen, drücken wir es mal so aus, die zum Beispiel auch das Cortison ausleiten, ja, die ihren Patienten sagen, Cortison ist schlecht und Cortison raus. Und das halte ich natürlich für ganz, ganz, ganz gefährlich, weil, wie Herr Arias schon richtig sagte, das sind wirklich sehr schwerwiegende Erkrankungen, wo die Homöopathie alleine leider nicht weiterkommt. Also unterstützend sehr gerne, aber nichts, was dann die Cortisontherapie ausleitet. Also das halte ich auch für sehr gefährlich. Und was ich ganz, ganz positiv finde, ist, wo ich immer mal wieder beobachte, ist, dass wenn Patienten zur Akupunktur gehen, und zwar habe ich immer so den Eindruck, die Akupunktur scheint auch eine sehr gute durchblutungsfördernde Maßnahme zu sein. Und gerade bei Patienten, die auch Entzündungen an den Netzhautgefäßen haben, wo einfach die Durchblutung schlecht ist. Also die profitieren oft von der Akupunktur. Also Akupunktur halte ich für eine gute Geschichte. Aber ansonsten muss ich sagen, halte ich immer die Ohren offen, wenn Patienten erzählen, sie waren auch beim Alternativmediziner, weil ich immer denke, jetzt höre ich mal, was denn so empfohlen wird. Und da muss man sagen, also ich habe leider noch keinen Patienten kennengelernt, der wirklich komplett auf seine antientzündliche Medikation verzichten konnte und nur mit der Homöopathie richtig gut therapiert war. Also so wie Herr Arias sagt, es ist eher gefährlich, wenn man dann sagt, alles absetzen und nur die Homöopathie oder die Alternativmedizin kommt zum Einsatz. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, dass man das auch auf jeden Fall nochmal thematisiert. Ich habe selber auch mal miterlebt, ich war auch der Meinung, dass ich mit Heilfasten und Ernährungsumstellung, weil es mir so gut ging, halt auch meine Medikamente absetzen konnte. Und ich wurde auch nach 3 Monaten wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und es ist halt einfach da. Ne? Und es ist natürlich schön, wenn eine Therapie auch gut anschlägt und wirkt. Aber wie Sie sagen, also es kann halt keine Homöopathie ersetzen. Aber mit der Akupunktur ist ein toller Tipp, finde ich. Das könnte man auch nochmal weiter kommunizieren. Aber die Frage ist auch, oder es wurde mir eine Frage gestellt, ob es auch Faktoren gibt, die Therapiemöglichkeiten ausschließen. Frau Stübiger, was können Sie dazu sagen? Es gibt natürlich Faktoren, die Therapiemöglichkeiten ausschließen. Aber das ist sozusagen, sagen wir mal, wir haben natürlich auch oft das Problem, dass wir Patienten Medikament geben und dann bekommt der zum Beispiel einen Anstieg der Leberwerte. Dann kann ich dieses Medikament nicht weitergeben. Oder sagen wir, es kommt ein Patient, der hat eine Patientin ist, das sagen wir, die hat eine starke Osteoporose. Dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, was machen wir mit Cortison? Oder wir haben einen Diabetiker, der mit dem hohen Blutzuckeranstieg reagiert. Also
vom Auge her würde ich sagen, ist das jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wir dürfen das auf jeden Fall nicht geben. Da muss man natürlich auch mal gucken, kann ich mit den Tröpfchen jetzt irgendwas auslösen, was ich nicht auslösen möchte. Aber prinzipiell ist es oft so, dass man eine Therapie beginnt und im Laufe der Therapie dann feststellt, das kann ich nicht weitermachen, weil der Patient negativ darauf reagiert und ich deswegen einfach dann eine Alternative brauche. Vielleicht können wir Frau Fechner in dieser Situation nochmal mit dazu schalten, wenn Sie sich nochmal nicht entstummen. Sie als Patientenvertreterin, vielleicht können Sie einmal, können Sie nicht entstummen, dann wird das, nochmal ferngesteuert. Einmal freischalten. Vielleicht können Sie einmal berichten, was denn so die häufigsten Fragen an Sie in der Selbsthilfegruppe sind. Geht es da eher um die Erklärung, warum habe ich jetzt die Uveitis bekommen, oder geht es eher um Medikamente, oder geht es um sowas, wie wir eben besprochen haben, um alternative Therapieformen? Auch, es geht eigentlich um alle angesprochenen Themen gerade, aber im letzten Jahr ging sehr viel um die Impfung für Corona und grundsätzlich über die Corona-Impfung, aber auch, wohin kann ich mich wenden? Mein Arzt ist in Anführungsstrichen unfähig, will ja nicht, ich muss da auch immer eine Lanze brechen für die Augenärzte. Verständnis für die Augenärzte wecken. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Bandbreite ist von Zukunftsängsten bis hin, eigene auch viel Erwartungen, wenn jetzt ein Elternteil betroffen ist, von dem Kind, kann ich mein Kind normal zur Schule schicken, bis hin... Okay, greifen wir mal das erste Thema auf, Corona, weil es so oder so gekommen wäre, glaube ich. Vielleicht kann ich einmal sagen, was unsere Meinung aus der Immunologie ist, was diese Impfung angeht. Also wir glauben halt, dass Patienten mit Autoimmunerkrankungen tatsächlich ein höheres Risiko haben für einen schwerwiegenden Corona-Verlauf. Also nicht nur, dass die sich leichter infizieren, sondern dass der Verlauf schwerer ist. Deshalb wurde unseren Patienten und vor allen Dingen allen Patienten mit solchen immunsuppressiven Therapien wie Cortison, wie TNF-Alpha-Blocker, wie MTX, wie Azathioprin empfohlen, sich die erste und zweite Impfung möglichst schnell und zwar vor der allgemeinen Bevölkerung abzuholen. Jetzt geht es um die dritten Impfungen und jetzt gibt es eine ganz klare Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und da heißt es, dass Patienten mit Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma, eine dritte Impfung nach 6 Monate nach der zweiten Impfung bekommen sollten. Und zwar immer mit einem mRNA-Impfstoff, also mit BioNTech oder Moderna. Das ist nicht so entscheidend. 6 Monate nach der zweiten Impfung. Das heißt, wir empfehlen unseren Patienten, sich nach 6 Monaten impfen zu lassen. Ja, bitte. Herr Arias, dazu habe ich auch einen Artikel verfasst, der auch schon viel nachgefragt wurde, auch sogar selbst von einer Ärztin, nicht von Frau Stübiger, sondern einfach, der steht auf unserer Homepage mit vielen Verlinkungen darauf, auch auf die Deutsche Rheuma-Gesellschaft eben halt, und dort verweise ich eben halt auch auf, ich bin immer sehr, sehr, sehr Verfechter von seriösen, informationellen, also informativen Quellen halt, ne? Denn es gibt ja auch verschiedenste Verschwörungstheoretikern, davon bin ich kein Freund. Genau. Frau Stübiger, haben Sie bei den Uveitis-Patienten, denen Sie abraten, sich impfen zu lassen, aus irgendwelchen Gründen der Therapie oder der Augenentzündung, gibt es da einen Grund? Also es gibt viele Patienten, die natürlich auch fragen, soll ich mich impfen lassen, soll ich mich nicht impfen lassen? Ich sehe das aber so wie Sie, also eine Corona-Erkrankung ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung und Patienten, die da gefährdeter sind, da ist es wirklich sehr sinnvoll, dass die geimpft sind. Die Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass diese mRNA-Impfstoffe sehr gut vertragen werden. Und wir hatten ein paar Patienten, vor allen Dingen mit diesen Vektorimpfstoffen, die mit ihrer Uveitis vorübergehend ein bisschen schlechter geworden sind. Und die man aber mit ein bisschen einer Cortisonerhöhung gut wieder abfangen konnte. Aber das waren wirklich vor allen Dingen die Vektorimpfstoffe, weniger die mRNA-Impfstoffe. Aber ich würde auf jeden Fall, oder ich empfehle jedem Patienten, dass er sich impfen lässt. Frau Fechner, haben Sie bei sich in der Selbsthilfegruppe schon mal Fragen bekommen, ob man eine Uveitis wegen der Impfung bekommen könnte? Ob Sie das schon mal gehört haben? Ist das eine Frage? Ja, das habe ich. Und es war ein Fall bei mir, da rief aus der Region Mainz an, war schon im Frühjahr.
Und ich habe ihn mal gefragt, ob er möglicherweise es in Verbindung mit Stress haben. Wir selber in der Selbsthilfegruppe sind da eigentlich der Meinung, in Kombination mit Stress ist immer kein einzelner Faktor, darauf betone ich, kann es, muss nicht zu einem Uveitis-Schub kommen. Er hatte einen Schub und hatte sich das darauf zusammengereimt. Weswegen ich da immer sehr vorsichtig agiere. Es kann, weil Stress ist wirklich ist ein entscheidender Faktor bei manchen Dingen. Und dann eben halt die Impfung, die ja auch das Immunsystem nach oben fährt, bedingt, ja, ist ja auch gewollt. Und dahingehend hatte ich schon ein paar Fragen, ich meine, auch Bedenken in der Hinsicht anfragen. Frau Stübiger, haben Sie Patienten bei sich in der Sprechstunde? Also wir haben die Patienten mal zusammengestellt auch. Also wir haben ein paar Patienten, ich traue mich das eigentlich gar nicht zu sagen, wir haben ein paar Patienten, die wirklich eine neue Uveitis entwickelt haben nach der Corona-Impfung. Das sind aber wirklich ganz, ganz, ganz wenig. Also was wir viel mehr haben, sind die, die durch die Impfung ein bisschen schlechter geworden sind, die ein leichtes Rezidiv hatten. Und die man aber gut wieder mit wenig Therapie gut abfangen konnte. Dazu nochmal, Sie sehen ja auch sonst neue Patienten mit Uveitis. Sie müssten jetzt ja mehr neue Patienten sehen. Können Sie das beurteilen, ob Sie mehr neue Patienten mit Uveitis Nein, sehen? nein. Ganz, also ganz, ganz bestimmt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, weiß ich, jedes Mal in der Sprechstunde Patienten haben, die sagen, und ich hatte die Impfung, jetzt habe ich eine Uveitis. Überhaupt nicht. Also wir mussten das richtig zusammensuchen und das sind wirklich sporadische, ganz wenige einzelne Fälle. Aber im Großen und Ganzen wird die Impfung sehr gut vertragen. Dann hier eine Frage aus dem Chat. Frau Renner, wollen Sie? Ja, ich wollte gerne aber nochmal auf das Thema Impfung eingehen. Also die Corona-Impfung ist ja das eine, die nun in aller Munde ist. Welche Impfung empfehlen Sie denn aber generell auch gerade für Autoimmunerkrankte? Na, da gibt es eigentlich ein großes Paket, die allen Autoimmunerkrankten mit immunsuppressiven Therapien zu empfehlen sind. Das sind die Grippeimpfung, die Lungenentzündungsimpfung. Und wir impfen eigentlich auch die Patienten gegen Hepatitis B, wenn sie nicht sowieso schon vorher geimpft sind. Und dann gibt es einige Impfungen, wie zum Beispiel gegen Meningokokken, das ist nur einigen Patienten zu empfehlen, oder gegen Gürtelrose, das ist auch nur einigen Patienten zu empfehlen, ab einem bestimmten Alter. Aber das Wichtigste jetzt auch, Grippeimpfen und Lungenentzündungsimpfung für alle immunsupprimierte Patienten. Genau, weil die Grippeimpfung fällt nämlich, glaube ich, jetzt gerade so ein bisschen unter. Ich habe auch schon den Aufruf gestartet. Ich wurde nämlich jetzt auch vor 2 Wochen geimpft, dass das auf gar keinen Fall vergessen wird. Also jetzt starten, sollten alle mit den Grippeimpfungen starten. Die Zeit kommt. Genau. Und ja, hier wird gerade geschrieben, was ist denn genau der Unterschied zwischen Skleritis und Uveitis? Sehen Sie, jetzt habe ich meine Brille nicht auf. Ja, deswegen, ich hab vorgesorgt, genau. Also, eine Uveitis ist eine Aderhautentzündung und eine Skleritis ist eine Lederhautentzündung. Das ist der Unterschied. Was man sagen muss, ist, also, wir gehen nochmal von diesen Erkrankungen aus, von denen wir vorher gesprochen haben, Bechterew und Darmerkrankung. Da die Entzündungen machen oder die Erkrankungen machen durchaus auch Lederhautentzündungen. Vielleicht zu den Lederhautentzündungen muss man sagen, auch die merkt man sehr gut. Die tun mehr oder weniger weh. Es gibt durchgreifende Lederhautentzündungen, es gibt oberflächliche, die tun nicht ganz so weh, aber die sind oft charakterisiert dadurch, dass das entweder das ganze Auge oder Teile des Auges rot ist. Und das heißt, das merken die Patienten auch. Aber das Gute ist, das sind prognostisch sehr gute Entzündungen, die unter normalen Umständen den Augen eigentlich nichts machen. Wenn ein Patient kommt, dann deswegen, weil er eine Lederhautentzündung hat, das Auge rot ist und sehr stark wehtut. Aber das Gute ist, auch die Lederhautentzündungen sind mit den Therapien, über die wir schon gesprochen haben, sehr gut zu therapieren. Und das heißt also, wird die Grunderkrankung therapiert, wird das Auge dann auch, das ist das Schöne an der Sache, gleich immer mit therapieren. Frau Fechner, hier ist zum Beispiel die Frage, ob man lange Zeit eine Uveitis haben kann und dann später eine andere Autoimmunerkrankung hat. Können Sie das überblicken in Ihrer Gruppe, wie viele denn jetzt über viele Jahre erstmal nur eine Augenentzündung hatten und dann später noch zusätzliche Autoimmunerkrankungen bekommen?
Also das Kennen kommt Sie solche weniger Fälle? vor, oder beziehungsweise ich habe einen in meiner Gruppe, da hat man erst die Uveitis gemerkt und dann hat man dieses Screening, wie man so schön sagt, dann auch durchgeführt. Und aufgrund dessen hat man eben halt eine andere Erkrankung noch festgestellt. Was oft die Ursache ist, das macht sich erst in den Augen bemerkbar und dann kommt es eben halt dieses, was ja bei Augen, was Frau Stübiger ja schon sagte, ist manchmal das, wie man so schön sagt, eine Freundin und Mitstreiterin, Frau Hansen, die heute leider nicht dabei sein kann, die sagt immer, die Augen sind der Spiegel zur Seele. Und im Grunde genommen kann man das auch ummünzen, und die Augen ist der Spiegel zum Körper. Und dahingehend kann man sagen, dass die Augen auch ein Ausdruck sind, dass da irgendwas vielleicht nicht in Ordnung ist. Ist aber nicht unbedingt immer gesagt, weil viele sind auch idiopathisch, wie man so schön sagt, im Medizinischen ohne Ursache. Genau, fragen wir nochmal Frau Stübiger. Wie ist das? Vielleicht nochmal Frau Fechner stumm schalten. Ich glaube, das rückkoppelt da. Frau Stübiger, kennen Sie das aus Ihrer Ambulanz, dass Patienten über Jahre hinweg Uveitis haben und dann kommt irgendwie noch Rheuma dazu? Oder tritt das meistens doch relativ rasch nebeneinander auf? Also ich würde sagen, dass vielleicht ist dieses rasche Miteinander auftreten, vielleicht bei 2 Dritteln, aber bei 1 Drittel ist es schon so, dass wir auch den Patienten sagen, also vom Verlauf her könnten wir uns gut vorstellen, vom Verlauf der Augenentzündung könnten wir uns gut vorstellen, dass doch mehr dahinter steckt, als dass doch eine Systemerkrankung vielleicht noch kommt. Und wir machen das auch so, dass wenn die Patienten dann Schübe haben, dass wir dann auch immer noch mal, wie Frau Fechner so nett gesagt hat, dass wir durchaus immer noch mal screenen und dranbleiben, weil man doch bei sehr vielen Erkrankungen weiß, dass das Auge einfach das Erstsymptom ist und dann später noch mal was kommt. Und interessant ist wirklich auch, dass wir doch immer mal wieder Patienten haben, zum Beispiel vor allen Dingen gerne junge Männer, die dann mit einer typischen sozusagen vorderen Uveitis kommen. Wir nehmen Blut ab, die sind Thal-AB27 positiv. Und dann fragen wir die extra noch mal, wie sieht es denn aus mit Rückenschmerzen, meinetwegen auch beim Schlafen morgens, beim Aufstehen oder sonstigen Gelenkschmerzen. Und dann sagen die immer, ach, wenn Sie mich fragen, ja, doch, also. Also das heißt, bei manchen Patienten ist es so, dass wenn das Auge betroffen ist, die oft am Körper ein bisschen weniger haben, aber durchaus auch Symptome haben, die dann auch zu einer entsprechenden Diagnose führen können. Okay, hier ist nochmal eine Nachfrage zu den Lungenentzündungsimpfungen, wie häufig man das machen müsste. Es gibt zwei unterschiedliche, die man ungefähr im Abstand von 2 bis 6 Monaten machen sollte und dann erst nach 6 Jahren wieder, also alle 6 Jahre. Frau Fechner, Frau Renner, haben Sie noch eine Frage aus dem, was Sie vorher von den Patienten zugespielt bekommen haben? Also ich glaube, das ist jetzt sehr speziell natürlich. Kann ich weiterhin Auto fahren oder muss ich den Führerschein abgeben? Aber ich glaube, das hängt natürlich auch von dem Richtig. Schweregrad ab, ne? Frau Stübiger, was würden Sie Also dazu es gibt sagen? genau, es gibt bestimmte Ja. Vorgaben, wann man sozusagen noch Auto fahren darf und wann man nicht Auto fahren darf. Und dazu gehört einmal, dass man A, ein normales Gesichtsfeld haben muss. Gesichtsfeld heißt, wenn man geradeaus guckt, was kann ich dann sozusagen nach oben, nach unten, nach links und nach rechts noch sehen? Und die Sehschärfe ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Also wenn man zum Beispiel nur Auto fahren möchte, in Anführungszeichen, dann muss das bessere Auge zum Beispiel mindestens 50 und das schlechtere Auge mindestens 20% sehen. Aber man darf auch einäugig Auto fahren, dann muss aber das einäugige Auge mindestens 63% sehen. Also das heißt, man muss das dann einfach austesten und dann kann man auch genau dem Patienten sagen, er darf oder er darf nicht. Hier wird Und jetzt das ist nochmal über das Cortison gesprochen. Wir hatten ja schon gesagt, wir versuchen das Cortison möglichst kurz und niedrig zu halten. Hier ist nochmal darauf abgezielt worden, dass das Cortison ja doch ziemlich viele Nebenwirkungen, Nebengewichtszunahme, Zuckerstoffwechselstörung, Infekte, Osteoporose machen kann. Aber das Cortison kann ja auch selber Nebenwirkungen am Auge machen. Es gab vorher schon eine Frage, dass die Linse trüb wird. Vielleicht können Sie nochmal den Zusammenhang der Linsentrübung und dem Cortison sagen. Das ist auch bei uns in der Sprechstunde häufig ein Thema, dass 60-Jährige sich wundern, dass sie eine trübe Linse haben. Und dann sage ich, na, es muss ja nicht immer das Cortison sein. Was sagen Sie Ihren Patienten? genau. Also Punkt 1, diese Linsentrübung, genannt grauer Star oder Katarakt, ist zum einen auch eine altersbedingte Veränderung, die jeder mehr oder weniger stark bekommt.
Natürlich kann Cortison diesen grauen Star verstärken. Aber jetzt muss man auch aber sagen, wenn man eine Entzündung im Auge nicht therapiert, macht die auch einen grauen Star. Also das heißt, würde ich nichts tun, würde das Auge auch einen grauen Star bekommen. Wir gucken natürlich, dass wir möglichst zum Beispiel, wenn wir Tropfen geben, es gibt kortisonhaltige Tropfen oder es gibt auch Tropfen, die nicht kortisonhaltige Entzündungshemmer haben. Also wir versuchen immer, auf die Medikamente zu gehen, die die Linse möglichst in Ruhe lassen. Aber natürlich ist Cortison viel stärker als diese nicht kortisonhaltigen Entzündungshemmer. Und also wir versuchen, dass das nicht passiert. Wenn es wirklich passiert, dann muss man einfach auch sehen, man kann den grauen Star ja auch operieren. Das sollte man zwar vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, dann ist der zumindest operativ zu entfernen. Das ist jetzt das kleinere Problem. Das ist immer ganz, ganz genau. Ich meine, man muss einfach Prioritäten setzen. Und ich glaube, es ist besser, jemanden vor der Erblindung zu schützen und dann die Linse zu operieren im schlimmsten Fall, als dass jemand blind ist und die Linse klar ist, weil die Netzhaut da die Entzündung nicht ausgehalten hat. Also von dem her gesehen, wir haben das eben immer natürlich im Hinterkopf und wir versuchen das auch so gut es geht zu vermeiden. Und vielleicht muss man auch noch Folgendes dazu sagen. Bitte keine Angst haben, wenn Sie mal einen Entzündungsschub haben und dann gibt der Augenarzt Ihnen mal für 2 oder 3 Wochen Cortisontröpfchen. Da passiert meistens an der Linse gar nichts. Also die Linsentrübung durch Cortisontröpfchen oder auch durch Cortisoneinnahme ist meistens eine längere Zeit, ein halbes Jahr, ein Jahr oder sowas. Also das ist nichts, was allzu schnell kommt. Und interessant ist vielleicht auch, man hat vor allen Dingen bei den Kindern, gibt es auch Leitlinien, die eine kindliche Uveitis auch mit einem kindlichen Rheuma haben. Und die dürfen zum Beispiel maximal 2 Tropfen Cortison am Tag nehmen, weil man weiß, dass dann die Wirkung, dass die Linse trüb wird, deutlich geringer ist, als wenn man 3-mal und mehrmals gibt. Also das heißt, es kommt auch immer auf die Dosis drauf an, die man verabreicht. Wir hatten jetzt über die Nebenwirkung von dem Cortison gesprochen und jetzt gerade im Chat war eine Patientin, die berichtet hat, dass sie zwar auch Trockenheit der Augen hat, was ja auch eine Form der chronischen Entzündung oder auch von dem Cortison möglicherweise sein kann, aber eben auch Verklebung. Das heißt, dass wahrscheinlich die entzündungshemmende Therapie vom MTX und Cortison eben nicht ausreichend gewesen ist und sie soll jetzt auf einen TNF-Alpha-Blocker umgestellt werden. Ist das richtig, dass diese Verklebung häufige Folge der chronischen Entzündung ist oder ist das was anderes? Also ich glaube, dass diejenige, die gefragt hat, mit Verklebung wahrscheinlich meint, dass die Regenbogenhaut mit der Linse verklebt ist. Und das ist eine Komplikation, vor allen Dingen, wenn man Entzündung vorne im Auge hat. Und das zeigt immer, dass die Entzündung aktiv ist. Also wenn man keine Verklebung hatte oder neue Verklebungen dazukommen, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass die Therapie zu schwach ist. Weil eigentlich, wenn die Therapie ausreichend ist, gibt es keine neuen Verklebungen. Und vielleicht kann man dazu sagen, letztendlich ist ein TNF-Alpha-Blocker ein sehr gutes Medikament für das Auge, das nämlich sehr stark antientzündlich wirkt und auch bei den meisten Patienten eine sehr gute Effektivität zeigt. Frau Fechtner, vielleicht mögen Sie noch mal aus Patientensicht sagen, jetzt haben wir uns ja hier viel unter den Ärzten unterhalten, was ist denn das, was Ihnen angetragen wird, was die Patienten untereinander am meisten besprechen, wo sie am meisten frustriert sind? Ist das ein Termin beim Augenarzt zu bekommen oder ist das die Therapie nicht richtig erklärt zu bekommen oder die Krankheit nicht richtig zu verstehen? Was wird in solchen Gruppen am meisten besprochen? Worüber ärgern sich die Patienten? Also das ist erst einmal auch mit die Terminvergabe, aber das ist nun mal bedingt dadurch, dass auch erstmal die Augenärzte selber nicht wissen, sich nicht auskennen. Es ist aber auch wichtig, ich habe selber meinen eigenen Augenarzt mal gefragt, wie viele Patienten er mit meiner Erkrankung hat. Das waren 2. Und wie soll man da eben halt Erfahrungen sammeln? Da ist dann Frau Stübiger, die dann mit Sicherheit an die 30-40% Patienten pro Woche beteiligt ist, mit Sicherheit besser dran, auf Deutsch gesagt. Oder auch nicht, wie sie das sieht, weiß ich nicht. Was noch ist eben halt, Cortison ist das große Thema. Muss ich das nehmen? Es hat ja so viele Nebenwirkungen, hat so ein bisschen schlechtes Image. Das andere ist noch überhaupt die Erkrankung erklärt zu bekommen.
Oder was auch manche einen ärgert, ist eben halt, dass wenn es denn eben halt, man merkt als Patient, dass sie nicht der mir gegenüberliegende sitzende Augenarzt nicht weiter weiß und trotzdem irgendwie was versucht und wurschtelt, anstatt sich ein bisschen Hilfe ins Boot zu holen. Das ist so, dass die Erfahrung, die ich hier mache. Okay, Frau Stübecker, mögen Sie noch mal die letzte Frage beantworten? Da geht es um Gliosen, die dann nachher entfernt werden wollen, bevor Frau Renner die Veranstaltung heute abschließt. Ja, es ist die Zeit schon wieder rum, verrückt, oder? Also vielleicht, ich habe noch eine Frage aus dem Augenwinkel gesehen, die beantworte ich auch noch kurz. Und zwar, da fragte jemand, muss ich beim Sjögren-Syndrom Angst haben, dass ich eine Uveitis bekomme? Das ist für das Sjögren oder Sjögren nicht typisch. Also keine Bange, eigentlich keine Uveitis beim Sjögren-Syndrom, sondern das Sjögren-Syndrom macht eigentlich trockene Augen und trockenen Mund, also trockene Schleimhäute. So, das dazu jetzt zur Gliose, das heißt, man hat auf der Netzhaut eine kleine Membran und wenn diese Membran sich feldhält, dann nennt sich das Gliose. Und diese Fältelung dieser Membran kommt entweder durch eine Entzündung oder auch durch Älterwerden. Also das haben auch viele ältere Menschen, so eine Fältelung. Was ist daran schlimm oder blöd? Das ist, man kann sich vorstellen, wenn die Netzhaut gefältelt ist, sieht man zum Teil einfach gerade Linien auch ein bisschen welliger. Und das kann natürlich auch die Sehschärfe reduzieren. Also, das heißt, man kann das natürlich operieren, aber auch Operationen sollten immer gut überlegt sein, damit die Situation nicht nachher schlechter ist als vorher. Also eine Gliose operiert man nur, wenn die Sehschärfe wirklich sehr, sehr deutlich reduziert ist. Und vielleicht als kleiner Abschluss, auch Uveitis-Patienten sollten immer aufpassen mit dem Operieren. Wenn man operiert, kann man einen Uveitis-Schub auslösen, weil das einfach ein Eingriff ist ins Auge, das einen Reiz setzt und die Entzündung wieder triggern kann. Deswegen, wenn man operiert, gut sich überlegen, muss das sein, muss das nicht sein. Und wenn man das tut, wir machen das immer unter Kortisonschutz. Entweder geschlucktes Kortison oder man kann ja auch ein Kortisonstäbchen ins Auge spritzen. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ich habe selber so viel mitgenommen und bin ganz begeistert. Und an dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bedanken. Frau Fechner, ganz toll, dass Sie auch mit dabei waren heute Abend. Frau Professor Stübecker, für uns beide. Zum Anfang noch, es ist wichtig, dass auch die Patienten mitarbeiten, denn nur die Ärzte können dann reagieren, wenn die Patienten auch hinkommen. So in einer guten Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient kann man entsprechend gutes Ergebnis erreichen. Nur so bin ich der Meinung, als Schlusswort sollte man eben halt entsprechend sich aufbauen. Ich kann es nur als eigene Patientin sagen, das ist wichtig. Das stimmt, das ist ganz, ganz wichtig und wir haben ja auch am Montag Sie persönlich vorstellen dürfen bei uns im Netzwerk und auch wenn jetzt noch Fragen an Sie sind, lesen Sie sich gerne das Interview durch, was bei uns auf unserer Website veröffentlicht wurde. Es lohnt sich auf jeden Fall, ganz, ganz spannend. Aber Frau Professor Stübecker, für uns war es jetzt heute unsere erste gemeinsame Veranstaltung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns kennenlernen durften. Eine tolle Veranstaltung und Herr Dr. Arias, Ihnen möchte ich auch von Herzen danken. Es ist mir immer wieder eine Freude, dass Sie dabei sind und dass Sie NIC e.V. wirklich so unterstützen. Für alle, die uns folgen, darüber freue ich mich. Liken Sie uns bei Facebook und bei Instagram in dieser verrückten Welt. Und Sie haben jetzt schon die Möglichkeit, oder was heißt jetzt schon, wir haben jetzt einen Newsletter, für den dürfen Sie sich anmelden. Lassen Sie sich überraschen, welche Informationen wir Ihnen darüber liefern. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und all diese Veranstaltungen sind natürlich nur möglich, durch die Unterstützung der Pharmaindustrie, die halt auch mit an uns glauben. Und mein Dank geht auch heute an die Firma AbbVie und Biogen, die uns mit unterstützt haben. Herzlichen Dank und ja, bleiben Sie alle gesund und denken Sie an die Impfung. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Abend.